Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es tatsächlich um ein paar Formeln und zuerst einmal ganz grob, wir berechnen die Datenrate, Achtung, in Einheiten pro Zeit, nicht in Bit pro Sekunde, sondern in Dateneinheiten pro Sekunde. Und das mag vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich sein, aber wir können es natürlich auch ganz leicht wieder zurückrechnen, indem wir hier einfach mit der Maximum Segment Size hier multiplizieren. Die ist ja irgendwas in Byte, zum Beispiel 50 Byte oder sowas. Dann haben wir auch wieder Byte pro Sekunde mal 8, dann sind es Bit pro Sekunde, ist eigentlich nicht so schlimm. Das heißt, das ist einfach nur eine Einheit, weil wir das eben hier brauchen werden, und zwar genau hier. So, was wir hier jetzt berechnen, Achtung, n bezeichnet die Dateneinheiten, also die Anzahl an Dateneinheiten, die wir übertragen kriegen, bevor wieder eine verloren geht. Und das mag jetzt erstmal auch komisch sein, werden wir aber gleich noch benutzen. So, was wir hier benutzen, ist ein sogenanntes periodisches Modell. Da wurde relativ viel wegrationalisiert, aber es kommt wirklich enorm nah an die Praxis ran. Es gibt auch noch sehr, sehr viel detailliertere Modelle, die brauchen ihre Zeit, bis man sie verstanden hat, und die sind total unnötig. Deswegen erspare ich die euch einfach mal, weil es kommt genau dasselbe raus wie bei diesem wunderschönen, kurzen, periodischen Modell. So, wir nehmen also hier an, dass die Verluste periodisch auftreten, also alle W halbe Zeit, das hier unten ist immer noch die Zeit, alle W halbe Schritte sozusagen habe ich einen Verlust und eine Dateneinheit geht mir verloren. Achtung, das bezeichnet hier nur die Quittung, die ich nicht bekomme. Das heißt, eine Dateneinheit geht verloren, nicht irgendwie ein Timeout passiert. Ein Timeout wäre natürlich was anderes, wir befinden uns hier bei TCP Reno. Aber wir verlieren nur eine einzelne Quittung, das bedeutet, wir können hier ein Fast Recovery machen, beziehungsweise teilweise sogar ein Fast Retransmit. Und wir haben eigentlich kein Problem damit. Das heißt, wir rationalisieren hier erstmal den Slow Start weg. Wir nehmen an, es gibt keine schweren Probleme, keine schweren Timeouts, sodass wir wieder in den Slow Start reinfallen würden. Und wir nehmen einfach den Anfang auch weg. Das heißt, wir wissen schon, wo unser Threshold hier ist, den wir immer wieder erreichen. Das heißt, wir haben vielleicht die ersten paar Millisekunden, sind wir nicht ganz korrekt. Und wenn ein schwerer Timeout auftritt, dann sind wir halt auch nicht ganz korrekt. Aber das passiert so selten. Diese einzelnen Quittungen, die da mal flöten gehen, die sind viel häufiger. Da ja, wie gesagt, auch die Router schon ihre Dinge beitragen mit Random Early Detection und so weiter. Genau. Also, was jetzt hier passiert, ist folgendes. Wir können sagen, wir haben ganz grob, das hier oben ist die Kurve oder so viel Platz ist tatsächlich an Dateneinheiten in unserem Netz. Das heißt, hier oben wäre unser echtes, perfektes Staukontrollfenster. Wenn wir immer hier oben entlang schrappen würden, dann würden wir es perfekt auslasten, unser Netz. Können wir aber leider nicht, weil wir nicht wissen, wo dieser Punkt liegt. Und hier unten, da fallen wir immer wieder ganz grob zurück. Das bedeutet, wir sind hier eigentlich immer relativ nah an der Hälfte dran. Und deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass wir hier die Hälfte haben. So, wir nehmen an, dass die Wahrscheinlichkeit hier immer auftritt, und zwar bei W halbe, bei Fenster geteilt durch 2. Weil wir dann immer so ungefähr davon ausgehen können, dass eine Dateneinheit verloren geht. So, und was jetzt passiert ist folgendes, wir gehen ja immer wieder hier, wir halbieren das Staukontrollfenster und gehen dann mit Congestion Avoidance Schritt für Schritt wieder nach oben. Das heißt linear. Okay, und das sollen diese Pfeile hier sein. So, was wir jetzt also beobachten können, ist, wir kriegen immer W halbe Einheiten durch. Also hier dieses Viereck passt immer drunter und dann haben wir hier so ein kleines Dreieck. Das bedeutet, wir können ausrechnen, wie viele Dateneinheiten wir pro Zyklus sozusagen durchkriegen. Nicht nur 1 durch P, das ist sowieso schon vorgegeben durch die Wahrscheinlichkeit, die wir hier haben. Könnt ihr auch gerne mal ausrechnen. 1 durch P ergibt sich dadurch, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit ist 0,5, also 50%, 0,5, 50% bedeutet 0,5, dass wir eine Dateneinheit verlieren. Dann ergibt sich die Anzahl an Dateneinheiten, die wir in einem Zyklus durchkriegen, durch 1 durch 0,5, was in dem Fall ziemlich genau 1 durch 1,5, also ihr erinnert euch vielleicht noch an die Rechnung, Bruch umkehren. Also 2 durch 1, also 2. Das heißt, wir kriegen 2 Dateneinheiten durch, bevor wieder eine verloren geht. Und deswegen kann man hier sagen, 1 durch P. Also das ist natürlich nicht der Grund, warum man das sagen kann, aber das war jetzt eine Beispielrechnung dafür. Okay, so. Auch können wir hier unten als sozusagen die Fläche berechnen, die wir hier unter diesem wunderschönen Sägezahn, wie man es manchmal auch nennt, finden können. Das heißt, wir können hier sagen, hey, wir kriegen so und so viele Dateneinheiten darunter
Und dadurch können wir das auch berechnen. Das machen wir jetzt mal. Okay, also wir kriegen hier, ich habe es schon mal vorgeschrieben, den Teil zumindest. Wir können hier berechnen erstmal W halbe Quadrat. Was ist jetzt W halbe Quadrat? Naja, schauen wir uns das Ganze mal genauer an, wenn ich es jetzt noch finden würde. Hier ist es. W halbe Quadrat ist dieses Viereck hier unten, also W halbe auf der Seite. Und das hier ist ja eigentlich auch W halbe, weil wir fallen ja immer genau, also relativ nah an die Hälfte zurück. Das heißt, wir haben hier W halbe als Höhe und W halbe als Breite. Und ein Quadrat berechnet man die Fläche drunter, naja, W halbe zum Quadrat. Weil W halbe mal W halbe, Seite mal Länge. Okay, was jetzt das nächste ist, ist das Dreieck hier oben. Und das ist ja genau die Hälfte von diesem Quadrat hier oben. Also W halbe zum Quadrat geteilt durch 2. Und das machen wir hier auch mal. Also mal 1/2. Nein, so nicht. Okay. Ich bin aus der Übung, was dieses Ding hier angeht. So, ich glaube, so passt es besser. Okay, das heißt, W halbe zum Quadrat mal 1/2 W halbe zum Quadrat, weil das hier eben nur das Dreieck ist. Das können wir jetzt durchaus ausrechnen, wenn wir das wollen. Ich kann das auch kurz für euch übernehmen. Das ist nämlich ziemlich genau so. Und jetzt darf ich das mal wieder machen hier. So, das sind 3/8 W Quadrat, was wir hier haben. Und das ist natürlich auch dasselbe, wie wir hatten gesagt, n ist gleich 1 durch p. Das heißt, wir können das auch wieder sagen, 1 über p. Wobei ich dieses over immer noch, das ist einfach die Syntax, die ich hier unten benutzen muss. Lasst euch davon nicht irritieren. Irgendwie hat sich das bei mir eingebürgert. Ich laber mittlerweile immer, wenn ich irgendwas tippe. Ist wirklich furchtbar. Manchmal sprechen mich die Leute drauf an, aber zum Glück nicht so allzu häufig. Naja, gut. Und das können wir jetzt wirklich hier auflösen. Also, wenn ich das jetzt mal in eine neue Zeile schreibe. New line, hallo. So, also wir setzen, das ist im Prinzip das Ergebnis der Einrechnung. Das ist durch unser periodisches Modell, sprich diese Zeichnung hier vorgegeben, wie viele Dateneinheiten wir pro Zeiteinheit quasi drüber kriegen. Und was jetzt passiert ist, wir können die beiden gleichsetzen. Das ist ja beides die Anzahl an Dateneinheiten, die wir durchkriegen. Das heißt, wir haben 3/8 W Quadrat ist gleich 1 durch P. Und jetzt können wir auflösen auf W. Das ist extrem spannend, wie ich finde. Vielleicht für euch nicht ganz so sehr, aber wer weiß, vielleicht findet es der ein oder andere ja doch spannend. Und zwar ist es die Wurzel von, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich mit meiner Syntax klarkomme, 8 durch 3p. Einfach auflösen sozusagen, also 3/8 hier rüberbringen, dann steht da 8/3 p, also p steht immer noch unten. 8 durch 3p steht da und dann die Wurzel ziehen, dann habt ihr im Prinzip dieses Ergebnis hier. Das heißt, so groß ist euer W. Was ist jetzt W genau? Naja, W war euer Fenster und zwar das hier oben. Das heißt, ihr habt sozusagen rausgefunden, wie hoch euer Fenster in etwa ist. Und jetzt könnte man vielleicht, wenn man ein Ingenieur wäre, hingehen und sagen, hey, ich habe mein Fenster, ich kann das berechnen, wenn ich ungefähr die Verlustwahrscheinlichkeit rausgefunden habe. Gut, ist leider zugegeben nicht ganz so einfach, die Verlustwahrscheinlichkeit rauszufinden. Aber hey, wen stört's? Wenn ich meine Verlustwahrscheinlichkeit hier einigermaßen bestimmen kann, sprich ich kann ungefähr so ein periodisches Modell aufstellen, dann könnte ich mein W erstellen und kann vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt hier tatsächlich fix sagen, ich gehe ganz knapp unter dieses Fenster hier. Wow, also der Hermesbote hat wirklich Arbeitszeiten, da schlafen andere Leute schon. Naja, egal. Okay, was wir hier also sehen ist, wir können vielleicht ganz knapp unter dieses W, wenn wir die Verlustwahrscheinlichkeit einigermaßen schätzen können, können wir ganz knapp unter dieses W gehen. Warum nicht ganz drauf? Naja, wir wollen es nicht so komplett auslasten, damit wir vielleicht auch nicht irgendwann mal eine kleine Stausituation haben und dann stürzt uns das ganze Netz wieder ab. Wäre nicht so cool, deswegen vielleicht ganz knapp unter dieses W und dann haben wir schon mal relativ krass viel Leistung ausgelassen. Dann bleibt nämlich dieses Sägezahn hier aus. Dazu muss man natürlich aber erstmal P bestimmen. Das wäre dann eine Forschungsaufgabe. Gibt es tatsächlich so noch nicht. Ich werde euch aber noch ein paar Algorithmen vorstellen, die sich relativ nah daran rantasten. Aber das übersteigt natürlich dieses Video hier. Wir wollen uns noch ganz kurz angucken. Und zwar, was kann ich hier noch rausgewinnen? Und zwar meine Datenrate kann ich hier noch ein bisschen genauer bestimmen. Meine Datenrate ist, hier oben steht schon, Dateneinheiten geteilt durch Zeit. Ja, meine Anzahl an Dateneinheiten ist ja gleich, hatten wir schon gesagt, oh ja, jetzt verschiebt es mal wieder alles. Ich glaube, ich schreibe erstmal fertig.
So, also wir hatten gesagt, meine Dateneinheiten, meine Anzahl an Dateneinheiten kürzen wir eigentlich mit n ab und n ist gleich 1 durch p. Das heißt, wir können hier schon mal was einsetzen. So, und meine Zeit, naja, das hatten wir ja gesehen. Wir müssen hier drüben ungefähr die Roundtrip-Time rechnen. Gut, die haben wir hier wegrationalisiert, aber W halbe steht hier immer noch. Das heißt, wir haben im Prinzip die Roundtrip-Time mal W halbe. Wir müssen ja auch noch warten, bis die Quittung angekommen ist, damit wir wieder wissen, ob jetzt was verloren gegangen ist oder nicht. Und was sich dann ergibt, ist für die Zeit Roundtrip-Time mal W halbe. So, und dadurch können wir jetzt relativ coole Sachen machen, nämlich wir können hier sagen, wir setzen einfach mal das Fenster da oben ein. Und was dann dabei rauskommt, ist eine wunderbare Rundung und die kann man sich nicht unbedingt gut merken, aber sie ist wirklich sehr, sehr einprägsam. Und zwar 1,22 ist tatsächlich ein Parameter mal 1 durch, nein, ach Kerle, was machst du mit mir? So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder voll am Start. Roundtrip Time, die bleibt immer noch stehen, mal die Wurzel aus P. Und somit habe ich in etwa meine Datenrate berechnet über die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einheit verloren gegangen ist. Das heißt, wir sehen hier auch tatsächlich direkt, die Datenrate ist abhängig von der Verlustwahrscheinlichkeit, wer hätte es gedacht, aber auch von der Roundtrip-Time, weil wir ja diese Roundtrip-Time brauchen. Je nachdem, wie viele Quittungen wir bekommen, steigt ja unsere Roundtrip-Time. Das heißt, die Roundtrip-Time kommt eigentlich hier zum Einsatz. Wir steigern ja immer unser Fenster genau um 1, wenn wir eine Quittung erhalten. Wir steigern es wieder um 1, wenn wir eine Quittung erhalten. Erst wenn wir wieder eine Quittung erhalten haben, beziehungsweise für einen gewissen Burst hier sozusagen, wenn wir dieses Feld quittiert bekommen haben, können wir die neuen Daten auch wirklich schicken, weil sonst verbietet es uns ja unser Fenster. Das heißt, hier kommt auch die Roundtrip-Time ins Spiel und das macht natürlich dann unsere Verbindung. Oh ja, das hier wollte ich. Das macht natürlich unsere Roundtrip-Time auch irgendwie sehr, sehr wichtig für unsere Datenrate. Und das ist tatsächlich das Verhältnis, in dem die zusammenhängen. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ein bisschen mathematischeres Video. Ich weiß, die ganze Serie ist nicht so sehr mathematisch, wie wir schon andere hatten. Ich erinnere nur ganz gerne mal an die Kryptografie-Reihe bei mir. Und ja, das war es tatsächlich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.